Wir fahren übrigens zu so einem Oldtimer-Treffen. Und werden dann mal sehen, was wir da noch so für Mopeds sind, Motorräder und Autos und was weiß ich nicht alles treffen werden. Ja, rechts ist halt kein Spiegel, ne? Tipptopp. Ich glaube, das braucht man auch gar nicht, wenn... Korrigiert mich, aber ich schätze, wenn... die eingetragene Geschwindigkeit unter 100 ist? Ich weiß es nicht. Braucht man dann keine Wiese, Kastanien, irgendwas? Kastanienfest oder was? Ah, okay. Gut. 70 umgefallen. Straßenschild ist müde, Straßenschild muss schlafen. Ja, zieh da vorbei. Und die auch. Das sind ja alles größere Mopeds. Mopeds oder Motorrad. Für mich übrigens, um das mal zu klären, Mopeds sind für mich 50 Kubikmaschinen. Ich nenne auch manchmal Motorräder einfach Mopeds, wenn die niedlich aussehen oder wenn sie halt extrem krass nach Motorrad aussehen. Einfach so aus der Ironie raus nenne ich die manchmal einfach Mopeds. Also hängt euch mal bitte an den Begriffen nicht so auf. Das finde ich manchmal echt nervig, wenn dann so in den Kommentaren diskutiert wird, das ist kein Moped, das ist ein Mofa. Für mich ist ein Mofa so ein kleines Fahrrad, was du weiß ich, mit 25 km/h oder so fahren kannst. Ne? Das ist für mich ein Mofa. Moped ist 50 Kubik und alles, was drüber ist, ist für mich ein Motorrad. So einfach ist das. So, das war's erstmal mit dem ersten Teil von dem Video. Es kommen auf jeden Fall noch weitere Teile. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich jetzt immer noch auf dieser Strecke sein werde. Also bis dann.